So, wir sind auf dem Weg zur Kläranlage. Eben als ich hier war, waren hier noch ein paar Fischreiher. Mal schauen, ob wir die wiederfinden. Ich hatte bisher immer das Pech. Ich gehe noch mal los. Vergesst die, wenn ich joggen gehe, die Kamera. Ist ja auch dann unpraktisch. Wenn ich wiederkomme, sind die scheiß Fischreiher nicht mehr da. Okay, liebe Kinder, Scheiße sagt man nicht. Dann sind die lieben Fischreiher nicht mehr da. Es ist wie eine Verschwörung. Ja, hier irgendwo oben müssten sie jetzt kreisen. Ich sehe nichts. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Sie sind einfach nicht mehr da. Hier sind wir schon an der Kläranlage. Hier ist das Gewässer, wo sie sein könnten. Nichts. Das ist doch ärgerlich. Oder Moment mal. Was ist das da oben? Ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt. Da. Ah, jetzt ist der Scheiß da drin. Ah, nee, sieht aus, als wäre das nur ein Zweig. Oder nee, das ist er, oder? Beweg dich doch mal. Oh, mein Arm wird schwer. Ich mach mal kurz auf Pause, dann gucken wir gleich nochmal. Das verwirrt mich jetzt, weil es sich überhaupt nicht bewegt. Weil es scheint ein Vogel zu sein, oder nicht? Oh, mein Arm ist immer noch schwer. Ist hier eine echt blöde Situation zu filmen. Und egal, ob es jetzt ein Vogel ist oder nur ein Stück Holz vom Stamm. Oh doch, es hat sich bewegt. Aber wenn nicht mehr viel passiert, dann ist ja auch langweilig für euch. Mir ist es scheißegal. Also es soll schon wieder scheiße. Also heute habe ich es aber auch. Macht das nicht nach. Dann sagt lieber, ich könnte reiern. Also das passt besser zu Fischreiern. Naja, wenn er jetzt nicht anfängt zu fliegen, ist er echt langweilig. Ich kann meinen Arm jetzt hier am Zaun abstützen, das ist schon mal angenehmer. Trotzdem nicht so das Optimale. Ich mache noch mal auf Pause. Ich werde mal schauen, ob wir seine Kollegen sehen, ob wir die finden und ob ich von da hinten aus, so, ich zoome mal raus, von da hinten aus, da steht die Bank, wo ich schon mal die Schneemann-Partei-Video gedreht habe, ob man von da aus vielleicht auch drauf gucken kann oder ob dann die Bäume im Weg sind. Okay, also der ist jetzt da.
Jetzt mal suchen zur Orientierung für uns. Schade, dass er sich nicht bewegt. So ein Flug wäre jetzt interessant. So, ich habe seine Kollegen schon gesehen. Daneben. Ich muss noch mal kurz rauszoomen. Die sitzen da alle nämlich. Die ganze Familie. Da. So. Das ist jetzt interessanter. Die Enten haben sich erschreckt. Egal. Hier nochmal zu den Fischreihern. Da ist einer. Da oben ist der, den wir eben die ganze Zeit drauf hatten. Und hier muss ich nochmal rauszoomen, um ihn zu finden. Habe ich eben auch einen gesehen. Naja, jetzt nicht mehr. Ist wahrscheinlich hinter einem Ast. War wirklich langweilig, ey. Faules Pack. Pack darf man wiederum sagen. So, hier sind wir nochmal. Ich habe gemerkt, dass wir uns eigentlich von den Viechern entfernen, wenn wir weiter rausgehen. Darf ich was? So, ich habe zwar gerade gesagt, dass wir uns entfernen, wenn wir näher an die Bank dran gehen, aber jetzt sehe ich gerade, da hinten scheint der Zaun aufzuhören. Jetzt interessiert mich ja mal, ob man da am Fluss entlang gehen kann. Da, wo der Zaun ist, auf der anderen Seite. Da war ich aber noch nie. Gucken wir uns einfach mal an. Und hoffentlich fangen sie so von sich aus nochmal an zu fliegen. So, wir gehen zielgerichtet auf diese Bank zu. Gut, jetzt bin ich etwas aus der Puste. So, und hier wäre ich jetzt am liebsten her. Na, das geht ja eindeutig nicht. Kein Wunder, dass ich hier noch nicht war. Könnte da höchstens irgendwo da hinten rein und dann kann man da am Fluss schon entlang gehen. Was piept denn jetzt hier so? Hier ganz schlechte Jahreszeit, die ganzen Brennnesseln sind ausgetrieben. An dem Fluss werden wir so ohne weiteres gar nicht drankommen. Gehen wir lieber nochmal zurück und schauen, was man da hinten so machen kann. Vielleicht fliegen sie ja doch noch einmal. So, wen das interessiert, hinter mir ist jetzt die Bank und hier können wir den Turm sehen. Die Burg von Monreal. Ist ja auch in einigen Videos schon von mir zu sehen. Vielleicht so ein bisschen zur Orientierung. Ja, da sitzen sie noch. Warte, ich zoome gleich rein. Ich glaube, auf der anderen Seite vom Baum bin ich näher dran.
Genau. Tja, übelst langweilig. Ein ähnliches Bild würde ich bekommen, wenn ich jetzt Menschen filmen würde. Die würden wahrscheinlich alle genauso vor der Glotze hängen. Ach herrje. Ist ja echt langweilig. Tut doch endlich irgendwas. Tja, ich müsste jetzt mal überlegen, was ich tun soll. Stehe ich jetzt hier noch eine halbe Stunde, bis der Akku aufgebraucht ist, oder was mache ich? Vielleicht fliegen sie ja noch. Vielleicht sind sie auch wirklich wie die Menschen und sitzen da jetzt rum. Aber ganz ohne Fernsehgerät, ne? Der Computer ist ja interessant, dass sowas auch noch möglich ist. Ich verwackelt schon wieder. Ja, das ist nur ein helleres Stück Baum. Ja, wie gesagt, ich hätte euch jetzt ganz gerne eine ganz interessante Show geboten. Ich finde das interessant, wie die fliegen, aber gut. Wenn die Viecher nicht wollen, was sollen wir machen? Erstens machen es die Menschen auch nicht anders und zweitens, ich bin ja kein Tierquäler, dass ich da jetzt irgendwie Steine oder so nachwerfen würde. Die haben Feierabend. So. Tja. Pech gehabt. Sagt meistens auch einer. Es könnte einer sein. Könnte aber auch. Oder auch, ich glaube, das ist einer. Naja gut, aber was sollen wir tun? Wir können nichts tun. Wir können hier jetzt noch ewig stehen. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Kommen wir morgen wieder. Vielleicht ist da mehr los. Hier ist eine andere Bank. Nirgendwo irgendetwas. Traurig, traurig. Wenn mir unterwegs noch was Interessantes passieren sollte, lasse ich euch das wissen. Aber die Kamera mache ich jetzt auch erstmal aus. Muss ich auch meinen Arm nicht die ganze Zeit so hoch halten. Tja. Ich hätte ja so gerne noch ein bisschen was gezeigt. Hört ihr das? Diese ganzen Vögel. Man sieht sie nicht. Aber das hört sich doch schön an.
Ja, und eine Sache wollte ich euch ja doch noch sagen, auch wenn ich jetzt den Vögeln dafür dazwischen reden muss. Ich habe einen kleinen Trost für uns. Ich habe die Elstern heute Nachmittag aufnehmen können, wie sie Kirschen gefressen haben. Das muss ich aber noch zusammenschneiden. Tja, und dann werden wir mal schauen. Ich fühle mich gerade wie in so einem Let's Play, nur die Grafik ist natürlich viel geiler. Und die Quest heißt: Filme die Reiher, wie sie fliegen. Aber es gibt ein Problem, es ist schon zu spät. Schlag die Zeit tot, bis morgen früh und komm dann wieder. Wäre ja auch mal interessant, herauszufinden, wie lange denn die Reiher wohl wahrscheinlich schlafen und dann versuchen, morgen früh so früh wach zu werden. Obwohl, nee, vergesst das. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob mich da 10 Pferde aus dem Bett kriegen würden. Morgen ist Feiertag. Obwohl das wirklich interessant wäre. Ich denke drüber nach. Wobei bei meinem Glück, ob ich das dann hinkriege. Schauen wir mal. Ob wir was rausfinden und ob die Reiher sich dann daran halten, was die Theorie sagt. Ihr wollt bestimmt wissen, wie spät es jetzt ist. Mich interessiert das zumindest gerade. Schauen wir mal auf die Uhr. Oh, schon 10:30. 10:30. Naja, da dürfen Reiher auch schon schlafen. Jetzt kommt hier diese dunkle Gasse. Ich höre jemanden. Vielleicht Touristen, vielleicht Räuber. Wir denken an unser Let's Play. Haben wir unsere Waffe dabei? Vielleicht sollten wir uns noch irgendwo einen Knüppel suchen, einen Stock. So Stick of the Truth. Nee, das werden nur irgendwelche Leute sein, die da hinten grillen. Die Anwohner im Neubaugebiet oder so. Naja, wie auch immer. Ich hatte gar nicht vor, noch zu filmen. Wenn ihr immer noch dran seid, selber schuld. Was wollte ich noch erzählen vielleicht? Mir fällt nichts ein. Ja, ich werde auf jeden Fall mal versuchen herauszufinden, was mit den Reihern ist, wann die morgens wach werden, ob ich so früh wach werde und ob es mir das dann wert ist zu gucken, ob ich da früh genug hinkomme und ob ich dann dort so früh schon antanze und die Reiher beim Wecken beobachte.
So, jetzt kommen wir an eine Brücke und einen Fluss. Ganz interessant, ja? Hier sieht man gar nichts mehr, hier auch nicht. Tja, ist auch nichts Interessantes los. Diese Grafik, wunderbar was. Habt ihr das schon mal gesehen? Diese realistischen Farben. Ja gut, ich mach noch mal aus. Ist ja jetzt nichts Spannendes. So, wir sind immer noch auf diesem Weg. In die Richtung ist jetzt der Friedhof und hier, deswegen habe ich eingeschaltet, sehen wir noch einmal den Turm, die Burg. Yeah. Hier ist immer noch die Burg. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir dauernd die Burg sehen, das ist kein Wunder. Ich kann mich an der Burg orientieren. Ungefähr da, wo die Burg ist, wohne ich. Und zwar in diesem Haus da unten. Genau. Hier ist jetzt der Parkplatz vom Friedhof. Da müssen wir her. Und dann sind wir auch schon fast da. Also ich sag mal, schöne Nachtwanderung. Ich denke mal, ich werde das nennen Reiher und Nachtwanderung oder so ähnlich. Nee, noch ein bisschen schöner. Egal. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Wird vielleicht noch so ein Best-of geben. Die besten Reiher-Szenen. Reiher am Schlafen hier, Reiher am Schlafen da. Und yeah, dann gute Nacht oder was auch immer, wann ihr eingeschaltet habt. Nicht vergessen, nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir versuchen, die Reiher fliegend zu erwischen. Da werde ich aber, glaube ich, nicht aufnehmen, wenn es nicht funktioniert. Beziehungsweise, ich kann das ja aufnehmen, aber nicht veröffentlichen. Es sei denn, ihr wollt das unbedingt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es unbedingt wollt. Ja, wie auch immer. Ich bin zu Hause. Tschüss. Sozusagen. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht?